Alle reden über Flüchtlinge. Aber warum redet niemand darüber, warum so viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen? Es gibt keine Naturkatastrophe im Nahen und Mittleren Osten, sondern die Fluchtbewegungen sind das Ergebnis einer bewussten Kriegs- und Destabilisierungspolitik, für die Deutschland, Europa und vor allem auch die Vereinigten Staaten verantwortlich sind. Viele Länder wurden in einen Brandherd verwandelt, wo Menschen nur noch fliehen können, wenn sie ihr Leben sichern wollen. Und deswegen muss die Konsequenz sein, Schluss mit deutschen Rüstungsexporten, vor allem in solche Krisenregionen, Schluss mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Bundesregierung die Courage hätte, tatsächlich die Vereinigten Staaten als einen der Hauptverursacher dieses ganzen Elends mit aufzufordern, auch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen, für die menschenwürdige Versorgung der Flüchtlinge mitzutragen. Denn immerhin, sie sind hauptverantwortlich dafür, dass es überhaupt diese Flüchtlingsbewegungen gibt.